Ich habe auch eine Beziehung zu diesem Flughafen, weil hier war mein erster Flug überhaupt. Von Hannover damals für 45 Mark nach Berlin-Tempelhof. Hier habe ich meine erste Platte gemacht damals, hier in Berlin. Und selbst das Cover wurde hier am Tempelhofer Flughafen gemacht. Und das sind natürlich Erinnerungen, das sind auch Sentimentalitäten, gebe ich zu. Ich bin auch ein Romantiker, ja. Und für mich ist das ganz klar, wo mein Herz schlägt, nämlich hier in dieser Stadt. Und da muss man auch aufgerufen sein für so eine brisante Sache wie dieser Tempelhofer Flughafen, der ja einzigartig ist in der Welt, der mitten in der Stadt liegt, der kurze Wege bringt. Das ist auch von der historischen Seite her gesehen eine Sache, die man nicht einfach vom Tisch wischen muss. Man muss auch zu diesen Sachen wie zum Beispiel den Rosinenbomber, da muss man überhaupt mal wissen, was bedeutet das überhaupt? Was war das eigentlich? Die Kiddies heute und selbst die 30-jährigen Leute, die haben keine Ahnung mehr, was es bedeutet. Und so ist es auch eine gewisse eine Pflicht eigentlich, ne? Dass man darüber auch mal ein Lied macht. Ne? Denn mehr kann ich nicht. Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich das vielleicht anders sehen. Aber so kann ich nur das, was ich kann, in die Waagschale werfen. Was hier Piloten unter Einsatz ihres Lebens geleistet haben, damit die Berliner nicht verhungerten, weil die Russen ja mit den Laden hier dicht gemacht haben. Ja? Also da gibt es Anekdoten ohne Ende. Ja? Und daran soll auch dieses Lied erinnern. Ja? Und auch der Name Rosinenbomber ist ja einfach wunderbar und zeigt auch, in welchem Niveau das lief. Ja? Es war eine Herzensangelegenheit, das ist großartig. Es war in Berlin, wo es damals geschah, und ich höre noch die Motoren. Die Rosinenbomber DC-3 aus USA war Musik in meinen Ohren. Und dann fielen sie vom Himmel, all die schönen Sachen, und die Kinder, die fand's toll. Bubblegum und Schokolade und Kartoffeln machten uns den Teller voll. Yeah! Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Der Flugplatz, der muss weg, so spricht der Häuptling von Berlin. Doch ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Oh, Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Ich war grad 6, als die Blockade kam, als Schikanen nach dem Krieg. Ost gegen West, eine Stadt soll verhungern, die Jungs ließen uns nicht im Stich, denn sie kamen in Maschinen alle 2 Minuten, machen Kind und Kegel satt. American Boys, echte Helden, da staunst du wohl, da bist du platt. Yeah. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Was sich mal bewährt, das soll man auch bewahren. Hey Leute, das macht Mut so. Wir sind eine Stadt, wir haben eine Stimme. Hey Leute, das ist gut so. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hollywood zum Vorort von Berlin. Und so kamen sie dann alle übern großen Teich, Gary Grant und Marilyn. Hier traf ich Harald Junke, an der Bar zur Gang wir raus. Luftbrücke, Tempelhof, du bist mein Herz und mein Zuhaus. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen, Tempelhof. Der Flugplatz, der muss weg, so spricht der Häuptling von Berlin. Doch ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Und die Kids. Berliner Bevölkerung, die noch nicht unterschrieben hat, bitte gehen Sie zu den Bürgerämtern. Es dauert 2 Minuten. Sie helfen uns, Sie helfen dem Flughafen und letztendlich auch helfen Sie damit auch Berlin. Ich bin ein
ich stehe zu Berlin. Ich bin ein Berliner und ich liebe mein Berlin. Ich fuhr Taxi in Saarbrücken und war in Heidelberg beim Bau. In Wilhelmshaven war ich Taliban und in München Lokusfrau. Ich schlug Holz im Teutoburger Wald und war pleite, mal in Wien. Doch richtig glücklich und geborgen, das bin ich nur in Tempelhof Berlin.